Wir bleiben auf dem Teppich, obwohl man mit diesen Dingern auch fliegen gehen konnte, früher, als es noch Märchen gab. Heute gibt es leibhaftige Flugzeuge. Aber wenn man früher einem erzählt hätte, was sich anno 1985 im Luftverkehr abspielt, der hätte das mit Sicherheit ins Reich der Fabel verwiesen. Geschichten gibt es viele übers Fliegen, schöne, schlimme. In Köln sitzt einer, der hat viele gesammelt und sein Archiv spricht wirklich Bände. 6. Mai 1937. Das deutsche Luftschiff LZ-129, bekannt unter dem Namen Hindenburg, erreicht die amerikanische Ostküste, um in Lakehurst im Staat New Jersey zu landen. Der amerikanische Radioreporter Herbert L. Morrison begreift zunächst nicht, dass vor seinen Augen sich eine Katastrophe anbahnt. Bei der Landung fängt die Hindenburg Feuer, in Sekunden ist alles nur noch ein Flammenmeer. Morrison kann seine Schilderung nur noch weinend fortsetzen. Hunderte Akten, darin Bilder, Dokumente. Thema Fliegerei. Wir sind in einer Dachwohnung im Kölner Stadtteil Ossendorf. Spuren eines Lebens für die Fliegerei. Und da ist er wieder, der 6. Mai 1937, Lakehurst, diesmal ein Foto. Und eine Rippe aus Leichtmetall, heute ein stummer Zeuge des Unglücks von damals. Bernhard Fassbender, pensionierter Brandmeister, ein Sammler zum Thema Geschichte der Fliegerei. 35 Jahre lang. Es war diese ständige Verführung draußen durch die Fluggeräusche. Eben hier vom Butzweiler Hof, Fassbenders unmittelbare Nachbarschaft von Jugend auf bis heute. Früher, Mitte der 30er, das Landekreuz des Westens. Inzwischen nur noch der Standort für belgische Heeresflieger. Köln trennte sich vom alten Butz, wie er liebevoll genannt wurde. Man hatte aus dem Fenster einen ungetrübten Blick auf das Flugfeld des Butzweiler Hofes. Und wenn etwas Interessantes in der Luft war, was zur Landung ansetzte, da gab es für uns als Jugendliche oder als Kinder nichts Schnelleres wie quer durch die Felder. Und dann waren wir auf dem Butzweiler Hof. Aus der Sammlung zwei Fotos von damals. Der Butzweiler Hof als wichtiger Verkehrsflughafen. Diese Aufnahmen sind Rarität. Wie auch unsere bewegten Bilder von heute. Ein paar Meter zwar nur. Solche optischen Eindrücke versetzen Bernhard Fassbender aus Köln-Ossendorf nahezu in einen Rausch. Sagen Sie doch etwas über Flugzeugtypen und die Art und Weise, wie damals geflogen wurde. Zurück nun in dieses private Archiv hier oben in einem Dachzimmer. Über 40.000 Dinge sind es, die sich inzwischen hier angesammelt haben, die Bernhard Fassbender aber sofort findet, wenn man sie sehen möchte. Für uns nur zwei kleine Beispiele. Es begann ja alles mit der besagten Luftschifferei auf dem Butzweiler Hof in Köln und das wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Es sind übrigens, meine ich, auch schöne Fotos, ganz unabhängig davon, wie viel sie einem Flughistoriker bedeuten. Und dann dieser nahtlose Übergang zur Gegenwart, die ersten Menschen auf dem Mond. Sie ließen sich nicht lange bitten, als Bernhard Fassbender aus Köln ihnen schrieb. Bilder und Autogramme folgten, ein reger Schriftwechsel übrigens auch mit Werner von Braun, schließlich auch eine persönliche Widmung von Hubschrauber-Pionier Sikorsky. Man kann aber heute immer noch fahren auf Kölsch, auf in Kölner Mundart, wer hätte noch jetzt. Mhm. Da kann man vor allen Dingen kann man Leute ansprechen, die vorher mit der Luftfahrt zu tun hatten, beziehungsweise die nachkommen. Und wir haben hier in der Kölner Ecke so viel kleinere Flugzeugfabriken, ja, wie Rex, Abermann, Laufenberg, von Klösterlein, Condor und die Liste könnte man x-beliebig weiterführen. Wir haben so viele Militärplätze gehabt, aber wer hat noch was von den früheren Zeiten? Er nennt es ein Gefühl wie Weihnachten, wenn er hier einmal von Zeit zu Zeit den belgischen Heeresfliegern zusehen darf. Dies ist seine Welt und die Frage, warum er selbst nicht fliegen gelernt hat, hat er oft beantwortet. Seine Augen waren nie die besten. Erinnerungen an große Flugtage mit zigtausend Besuchern auf dem Butzweiler Hof in Köln, die Segelflug-Weltmeisterschaften 1960, Bernhard Fassbender wollte das alles hier behalten. Er kämpfte dafür, zusammen mit den Kölner Sportfliegern für den Butz, dann aber kam endgültig das Aus. Wo hat man schon die Möglichkeit, aktiv den Butz heute noch zu erleben? Denn er war ja immerhin Deutschlands zweitgrößter Flughafen, den wir hatten, nach Berlin. Gab es im Butzweiler Hof und nach Kriegsende praktisch ein Sterben hier. Reichspräsident Ebert landet mit einer Junkers F-13. Oberbürgermeister Konrad Adenauer aus Köln ist behilflich. Und
Heinz Rühmann rechts und Liesel Bach in der Mitte, diese großartige Kunstfliegerin, ein Stück Kölner Fluggeschichte. Träume aus Alu und Flugbenzin. Major Joos, der Platzkommandant der Belgier, kann diesem Flugbesessenen einfach nichts mehr abschlagen. Nur fliegen ist schöner, sagt auch Bernhard Fassbender, der pensionierte Feuerwehrmann aus Köln. Und fast jeden Tag gibt es Fragen mit der Post. Wenn heute Anfragen bei der Lufthansa oder bei der Stadt Köln oder bei der Flughafen Köln-Bonn eingehen, was Kölner Fliegerei anlangt, dass die mit einem netten Brief die Sachen an mich weitergeben und sagen, sie sind besser informiert wie wir. Die entwickelnde Geschichte im Kölner Raum gehört natürlich zu den großen Anliegen, die ich habe. Ich versuche auch, die alten Gebäude des Butzweiler Hofes unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Ich habe dort Kontakt mit dem Landschaftsverband Rheinland und es sieht nicht schlecht aus, dass uns dieses gelingen könnte. Ich hoffe, kurz oder lang, dass wir auch mal ein kleines Archiv oder Museum dort errichten können. Des Weiteren irgendwie gehört die große Liebe den Luftverkehrsgesellschaften nach 1955, wo Deutschland die Lufthoheit bekommen hat. Da ist natürlich auch ein großes Gebiet Sammlung eingekommen. Und es ist natürlich schwierig, immer wieder heute an alte Fotos heranzukommen. Und hier noch einmal ein altes Foto. Sein geliebter Butzweiler Hof. Und wenn die Belgier mal ein Flugzeug ausmustern dürften, wem würden sie es dann wohl anvertrauen? Fliegender Wechsel in der Aktuellen Stunde. Günther Baumhauer sitzt mir. Guten Abend, 19.30 Uhr, Ihre Lokalzeit im Studio Köln. Und das ist es, was Sie heute bei uns erwartet. Auf und davon, wie ein Luftfahrtmuseum umzieht. Sehr alt oder richtig wertvoll oder alles zusammen. Vom Butzweiler Hof aus hat sich heute eine museumsreife Flotte auf den Landweg nach St. Augustin gemacht. Das Luftfahrtmuseum zieht um. Den Dom werden die Museumsbetreiber wohl aus ihrem Vereinswappen streichen müssen. Heute Morgen um 8 Uhr wurden die unhandlicheren Ausstellungsstücke des Luftfahrtmuseums auseinandergenommen. Letzte Vorbereitungen für den Abzug aus Köln. 10 Jahre unermüdlicher Einsatz für die Geschichte der Fliegerei. Die Vereinsmitglieder blicken mit Wehmut und Stolz auf ihre Anfänge zurück. Wir haben die ganze Sache aufgebaut im Jahre 1986. Wir waren 7 Leute. Das Startkapital betrug damals 500 D-Mark. Und damit haben wir angefangen mit einem kleinen Raum von 100 Quadratmeter. Und hinterher war es dann so, dass sie gut 3,5 Stunden brauchten, um alles anzuschauen. 10.000 Besucher kamen jedes Jahr, dann der Schock. Für die Halle auf dem Butzweiler Hof sollten 23.000 Mark Miete monatlich gezahlt werden, für den Verein untragbar. Daraufhin bot die Stadt ein neues Gelände für einen Museumspark an, sprang aber überraschenderweise wieder ab. Ein neuer Interessent war zum Glück schnell gefunden. Die Stadt St. Augustin, die war begeistert von unserer Idee, hatte auch ein Grundstück in der Nähe des Flughafens von Hangela, so dass wir jetzt die Pläne haben, für dort ein neues Museum, genau wie hier in Köln, das geplant war, aufzubauen. Tja, das war's. Die Fliegerära auf dem Butzweiler Hof, dem ehemaligen Kölner Flughafen, geht zu Ende. Ein Museum, das die Stadt Köln keinen Pfennig gekostet hat, zieht nach Bonn. Noch ein Verlust für den Kulturstandort Köln. Alles Neue von Belang, Nachrichten aus der Region.